Du möchtest auf Hochtour gehen, weißt aber noch nicht alles zur Ausrüstung, dann bist du hier genau richtig. Heute besprechen wir einmal das Thema Steigeisen. Bei Steigeisen unterscheidet man einmal zum Thema Zacken, Zackenanzahl und wie letztendlich die Bindung ist. Das heißt, wie machst du das Steigeisen an deinem Schuh fest? Allgemein für Hochtouren bist du immer gut unterwegs, wenn du ein 12-zackiges Steigeisen hast. Ein Steigeisen aus Stahl und nicht aus Alu nimmst, weil gerade wenn du auch noch in einem Mixgelände mit Fels unterwegs bist, hält es dann durchaus länger. Schau, dass dein Steigeisen so Anti-Stollplatten hat, das heißt, dass hier unten der Schnee nicht hängen bleiben kann, und achte auf die richtige Bindung zu deinen Schuhen. Hast du einen Kategorie C-Schuh, hinten Kipphebel, vorne Korb, hast du einen Kategorie D-Schuh, vorne dann auch so einen Hebel, so dass du deine Steigeisen perfekt an deinen Schuhe festmachen kannst. Du möchtest mehr zum Thema Ausrüstung erfahren, dann schau gerne die ausführlichen Videos auf meinem Kanal.